Könnte auch eine Mauer bauen, die 2 hoch ist. Ja, also ich glaube, wir machen das erst einmal sozusagen wirklich so. Dass ich mal hier erstmal sozusagen anfange. Wir machen eine Mauer erstmal. So, um einen gewissen kleinen Bereich abzugrenzen. Das ist ja auch nicht schlimm. Sozusagen einfach nur die innere Mauer. Wir können alles, was draußen und so weiter ist, nachher noch viel, 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 viel größer machen. Das ist alles kein Problem. Aber wenn ich anfange jetzt hier sozusagen, dass wir unsere Zwerge nach draußen setzen, dann sollten wir gucken, dass wir das vernünftig hinkriegen. Wir brauchen übrigens, wäre voll cool, wenn wir eine Lücke lassen für die Karawane nachher. So, ich würde den Bach gern mitnehmen. Also ein Teil vom Bach, so. Na. So. Bis da, ne? Da. So. Okay, das hier ist aber halt problematisch, weil die müssen das alles erstmal vollhauen. Das sind auch unglaublich viele Steine. Uns geht auch gleich das Marble anscheinend aus. Also wir haben hier dann erstmal einen Platz. Einen Platz, den wir arbeiten können, wenn wir jetzt noch weitere 3 Floodgates hätten. Könnten wir oben auch das Tor absichern? An den Eingang. Und könnten uns total glücklich fühlen. Was ist mit den Zwergen, die jetzt da auf dem Bach stehen? Ach, ich habe vergessen, dem Händler zu sagen, dass er Feierabend machen kann, ne? So. Wir brauchen keinen Trader am Büro. Entschuldigung. Kann 2 haben machen. Die Mauer müsste auch den Wert steigern, ne? Ja. Vor allem der eine, der läuft. Gut, ist noch nichts drin. Die Küche ist ja noch nicht umgeschichtet worden. Die kommt ja nachher halt in diese Räumlichkeiten da rein. Wir haben unseren Refuse-Stockpile vergessen. Nehmen wir einfach mal hier unten in die Ecke setzen. So, da kommen Refuse und Korps. So. Und ich sag schon mal, da ich ja schon 5 Stunden dabei bin, werde ich beim nächsten Autosave den Stream beenden. Das dauert noch ein bisschen. Es ist ja zum Quartalswechsel. Aber nur, dass ihr vorgewarnt seid. Dann werde ich das, glaube ich, die nächste Zeit auch wieder so machen, dass ich, wie gesagt, sonntags zwar Fortress mache und montags und mittwochs oder nur mittwochs, wie auch immer es fast passt, halt dann Warhammer. Aktuell halt noch 40k Chaos Gate und dann ab August, September wahrscheinlich Total War wieder mit meinen Skaven, wenn endlich die Immortal Empires kommen. Soll ja bald so sein. Wir haben keinen Marmor mehr. Total unverständlich, weil der gesamte Berg anscheinend aus Marmor besteht. Aber okay. Wo wollen wir denn dann jetzt? Wir tragen den Berg einfach weiter ab.
Dass man zum Beispiel sagt, so hier wäre voll cool. Also entweder wir machen das hier. Die kippe ich hier jetzt ja nicht. Gehört auch noch dazu, ne? Ja. So, können wir gucken. Von hier oben sieht man, wie sie da unten bauen. Und hier oben sehen wir irgendwann, ob die meine hoffentlich mal anfangen. Ach so, ja, so geht's auch. Also, ich komme halt, der Feinde kommen von hier kommen und hüpfen hier einfach runter, ne? Die letzten Meter. Wir lachen auch hier noch eine Wand, sonst noch eine Mauer machen. So, noch mehr Migranten, das ist super. Das aus unseren 14 wird jetzt noch mehr werden. Und dann müssen wir uns Sorgen machen, ob wir angegriffen werden. Weil ich glaube, na, zumindest nach der ersten Karawane und den zugehörigen Migranten kann es problematisch werden. Problematisch gerade für unsere Festung, weil wir haben nichts. Nichts, was uns in irgendeiner Art und Weise retten könnte. Außer, dass wir hier eine Mauer bauen. Wir könnten natürlich auch einen Bogen anlegen und setzen eine Mauer hier dann zwischen. Aber dann werden wir trotzdem kläglich verhungern. Und vor allem sind die Betten draußen. Ach, ich habe es fast vergessen. Lamphelmets. Weder brauen noch kochen. Und das wäre jetzt fast. Oh, wir haben nichts mehr zu trinken. Okay, es wird problematisch werden. Wollen wir uns zu sehr mit dem Bau eines Dorfes, wenn ich jetzt mal gucke, was hier an Ressourcen in diese Mauer und die das Dorf jetzt geflossen ist, ne? So haben wir jetzt wenigstens unsere Mechanics. Wir können doch jetzt hier. So. Link up, Floodgate, F. Da. Und A, F. Das andere auch anschließen. So. DH. Jetzt können wir hier schon mal channeln. Oh, ich hoffe, es ist keiner auf den Kopf gefallen. Na. Na. Ich, ja. Es liegt kein Verletzter da. Die schleppen nur gerade die Steine alle weg. Vielleicht sollten wir jetzt doch das. Warte mal. Da blutet doch jemand. Irgendwas blutet da. Achso, es ist ein Jäger. Ich wollte gerade sagen, da blutet jemand. Es ist aber nur eine komische Ziege, die jetzt weggetragen wird. Warum? Der ist mit der Ziege weggelaufen? Wo läuft er jetzt hin mit der Ziege? Also wie die Chinchilla-Leichen hier rumliegen, das ist voll doof. Pets, Turkey Hen, Stray Cat, Dog, ja. Puppies. Goosling Lamb, ja, alles schön und gut. Wir müssten theoretisch die Tiere loswerden und essen.
Nicht mal angefangen und haben also richtig und haben schon Blut hier im Eingangsbereich rumfliegen. Das ist doch schrecklich. Wenn ich jetzt hier oben, warte mal, wir müssen das hier rausnehmen. Wir müssen die Signierung einmal wegnehmen. Wir müssen jetzt Prioritäten setzen. Und die Priorität ist ganz ehrlich hier unten unser Acker. Das wird eh dann noch ewig dauern, bis das Wasser unten weg ist, wenn wir es fluten. Tak, 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 tak. So. So, jetzt drückt man den Hebel. Dann müsste das Floodgate jetzt da aufgehen. So ist gut. DH. Und dann müsste das hier unten eigentlich geflutet werden. Mut. Ach, jetzt ist besessen. Genau. Sind so alle besessen, wie es sich gehört. So, was besetzt du jetzt? Quaff, Quaff. Carpenter. Okay, bau ist was Schönes aus Holz. Oh, schon fertig. Super. Ja, ab 20 geht das los, ne? Genau, ab 20. So, jetzt kommt Wasser. So, bitte lass hier jetzt nicht zu viel Zeit. Flute einmal hier unten die ganze Kammer. Das Wasser ein bisschen weiterläuft, ist nicht schlimm. Hauptsache, es wird nicht zu hoch. So, A, Shift PN. So, Floodgate runter, 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 runter. So, Floodgate ist unten. Wasser ist hier. Okay, du hast eine epische Falle gebaut. Super, ich bin stolz auf dich. Ist das jetzt zu viel Wasser? Ist zu viel Wasser, ne? Scheiße. Oder? Es ist zu viel, ne? Zu lange gewartet. Nee, es ist eigentlich nicht zu viel. Es wird nur zu lange brauchen, bis es verdunstet ist, ne? Das einzig Gute, was wir jetzt theoretisch haben, ist, wir können jetzt hier eine Zone festlegen für Wasser. Ja, so hier, das ist unsere Water Source. Und den auch der erste schon mal hin. Oh, erstmal was trinken. Ja gut, wir haben kein Alk mehr, ne? Was sollen sie machen? Wir könnten auch hier unten das breiter machen. Also nochmal sozusagen channeln an den Seiten, um es breiter zu machen, weil unten drin arbeiten kann ja keiner.
Und danach einen Boden draufsetzen, ne? Das Wasser muss ich mehr verteilen, damit es schneller verschwindet. Okay, ihr geht auch da unten ein bisschen lang. Okay, das ist schön, das ist gut. Könnt ihr gut machen. So, DZ. Wir können auch theoretisch dann hier Rampen entfernen. Ach so, nochmal. Ah, Hilfe. So. Scheint, es funktioniert. Was sehen wir wieder? Da kommt ein Boden drüber wieder. Ein Flor. Das ist jetzt so erstmal nichts Schlimmes. Wir hätten auch dicken können statt channeln. So. Eine Reihe machen wir noch. Platz ist Platz. Und dann nehmen wir die Rampe weg. Die Rampen weg. OMQ, Floodgate, Rock Floodgate, bauen wir mal 3. OMQ, Mechanik, Rock Mechanik. Warte mal, keine Ahnung, 10. So, wir müssen nämlich jetzt das Floodgate dann nach vorne vorfertig machen. Oh, jetzt der Autosave. Wie gesagt, jetzt werde jetzt gleich hier Schluss machen. Und bin froh, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, am Sonntag wird wieder mein Dwarf Fortress-Tag werden. Jetzt halt mit der neuen Festung. Mal gucken, wie es läuft. Vielleicht verhungern sie uns jetzt auch in den nächsten Wochen oder bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Wie auch immer. Käme dann vor, wäre doof gelaufen, aber dann gibt es halt nochmal eine neue. Ne? Mein YouTube-Kanal freut sich, wenn da wieder Zwerge sind. Also ich mich zumindest, wenn ich wieder Zwergen-Videos da hochladen kann. Und wie gesagt, ansonsten die anderen Tage versuche ich es dann halt mit Warhammer weiter. Problematisch ist halt immer noch die Ferienzeit, wo ich nicht weiß, wann und wie oft ich wirklich zum Streamen komme. Das ist halt sozusagen das Problem, das es dann nebenbei halt gibt. Aber gut, gehört dazu. So, jetzt mach bitte einmal die Rampen da weg. Und dann haben wir das hier unten auch, glaube ich, nicht. Nächstes Mal so, dass wir hier jetzt die Farmen hinsetzen können. Ein paar Felder. Sollte dann kein Problem mehr sein. Wird ein bisschen dauern noch, aber gehört dazu. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Was habe ich jetzt gedrückt? Weiß ich selber nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.